So, Freunde, willkommen zum dritten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung. 4 Sterne, alle Farben. Ja, wie sieht's aus, ey? Ja, geil. Alles klar. Läuft nicht so, ja? 25%, ja, wunderbar. Gut. Jawohl, wir können auch direkt unseren neuen Helden testen, den wir gestern gelevelt haben. Sehr cool. Da gehst du jetzt mal leider raus. Und Scarlett kommt rein. Fügt dem Ziel 185 Schaden zu. Giftschaden über 3 Runden, ne? Und 30% Angriff. Das ist sehr schön. Ja, natürlich ordentlich. Weniger Angriff, ne? Bisschen mehr Schild. Ja, wir nehmen sie mit. Wir haben das Kostüm gelevelt, wir nehmen das Kostüm mit. Nur gucken, ob die beiden grünen, die passen natürlich nicht. Dann nehmen wir gelb mit. Nehmen wir gelb, 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 gelb. Richtige Reihenfolge. Dann sah mit, weil da sind viele Heiler, glaube ich, ne? Ja, guck mal, 4 Heiler, da können wir dann sah mal mitnehmen. Okay, ja. Wir können nur durch Auto-Attacks sterben, ja? So in erster Linie, weil Rasselkopf hinten, bis der auslöst, oder bis sie auslöst, dauert das ein bisschen. So, hier hoffen wir auf einen roten Diamanten, perfekt. Zack. Sollen wir den Diamanten schon machen? Ja, nein, vielleicht. Ja, komm. Okay, alles klar. Wir gehen auf die Seite, weil da ist noch der einzige Gegner, der Schaden macht. Ja, erstmal Nebel drauf. Dann hauen wir den Falken drauf. Und dann war Scarlett. Bravo. So. Nur da hinten hin. So, jetzt mal gucken. Hoffentlich macht er jetzt den Angriff, ja? Angriff, Attacke. Na gut. Na komm, mach nochmal. Warte mal, wir gehen hier drauf. Und die geschwächt für Specials. Komm, jetzt mach deinen Angriff, Junge. Mach deinen Angriff, komm. Nein. Ah, Junge, Junge. So, das war natürlich jetzt auch ein geschenktes Board, ja? Aber bei 4 Heilern, die da waren, hätten wir es wahrscheinlich sowieso gewonnen, ne? Sagen wir mal so. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen interessanter. Deathdown, dann Lee. Ah je, einmal Deathdown, alle Kostümbonus. Ja, lila definitiv. Ich glaube, ich nehme auch 2 rote mit, den Falken, einfach weil er den elementaren Deathdown hat, ne? Also gehen die 3 mal raus. Und dann würde ich sogar auch gerne mal Falken richtig positionieren. So. 3 lila, habe ich gesagt. 3 lila. Nimm ihn mal mit. Machen wir mal neue Leute. Steinspalter kommt auch mit. Nee. Lee kann ja trotzdem treffen mit ihrem Special. Machen wir es mal so. Doppelter Tiburtus. Glück haben, haut's hin. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. So, wir brauchen Rot und Lila. Rot zur Seite haben wir Lila. Können aber auch gucken, dass wir hier was zusammenbauen. Die senkrecht spielen, dann geht hier rot waagerecht.
glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Jawohl, perfekt. Perfekt. Okay, zack. Jawohl. Okay, Schwein gehabt. So, jetzt holen wir uns mal die Roten. Ich spiele extra auf Sonja, weil ich vor seinem Death Down auf alle Respekt habe. Ja. Und will ich erstmal noch nicht. Dann versuche ich das so lange wie möglich erstmal zu umgehen. Gefahr, gehen wir hier rüber. So. Wenn wir das so Glück, ich wollte sagen, wenn wir Glück haben, kommt hier ein Diamant, passiert aber nicht. Machen das mal so. Ja, lass mir den Tibultus mal noch stehen. Dass er zumindest einer auslösen kann. Okay. So, dann doppelter Death Down. Badaboom. Badaboom. Okay. Rot. Ja, nee, wir nehmen jetzt hier die lilanen. Auch wenn wir uns das rote Match da ein bisschen kaputt gemacht haben. Ernsthaft. Aber Sonja löst aus. Deswegen will ich sie jetzt erstmal weghaben. Okay, 43 hat der Gormek noch. Und wir kriegen ihn nicht. Scheiße. Ah, worst case ist jetzt passiert, ey. Ah, hätten wir vielleicht doch erst Gormek wegmachen sollen, ne? Aua. Aua, aua. Jetzt ist er weg, dann können wir jetzt ein bisschen offensiver da an Tibultus rangehen. Jetzt natürlich erstmal wieder gucken, dass am besten, dass wir irgendwie mal rote Steine kriegen, ja, das wäre am schönsten. Wir ghosten erst die, dann haben wir unsere Specials und dann ist das eigentlich durch. Okay. Ja, Gafar ist nicht schlecht, ne, wegen dem Schaden, wegen dem runden Schaden. Hat gut funktioniert. So, Tiburtus, also drei gelbe. Und wir nehmen grün mit, weil hier Wilbur ist. Wegen dem, Ah ne, wir können natürlich auch blau nehmen. Da können wir auch. Ne, grün für Sonja, aber dann gleichzeitig Ketmon, um das hier wegzukriegen. Wir können aber auch, Weil. Er ist ja nicht so gefährlich. Sie ist ja gefährlich. Also würde ich doch tatsächlich grün mitnehmen. Nicht blau. Drei gelbe, drei grüne. Grün weiß ich schon, die nehme ich mir mal eben direkt. So, ach komm. Das bist du. Talent brauchst du jetzt nicht. Und wir nehmen Hänsel mit, sondern jetzt drei gelbe. Wir nehmen mal Gretel mit. Nebel. Und wer komplettiert die beiden Mädels da? Komm, Frauenpower. Gelbe Frauenpower. So. Okay. Auf geht's. Ich die roten spiele, ja. Dann kann ich hoffen, dass was Gelbes nachkommt, dann hätten wir eventuell einen Diamanten. Ich kann hoffen, dass was. Also die beiden Lilanen, die gehen ja hier schon hin. Ja, das heißt, hier hin unter den Lilanen muss direkt was Gelbes kommen, damit wir einen Diamanten machen. Wenn natürlich was Grünes kommt, direkt hier hinter, dann könnte man das rüberpacken. Oder es kommt automatisch hier unten was Grünes, dass wir die spielen können. Ne? Also wir haben ein paar Optionen und nichts passiert. Sehr schön. Ah, das ist aber schön, wenn man sich so einen Kopf macht und dann passiert nichts. Gucken, vielleicht kriegen wir hier, ja, da ist er. Da hat er sich versteckte Diamant. Und dann einmal Attacke. Auslösen, okay. Machen wir Nebel zuerst, dann Lee. Und jetzt gucken wir mal Gretel, ne? Hau mal Gretel drauf. So.
Nehmen wir das so. Aber die richtige Entscheidung. Ein Move und alles bewegt sich. So. Und dann hast du manchmal Diamanten, wo gar nichts passiert, ja? Das ist faszinierend. Da hauen wir erstmal Sonja weg. Wo kriegt den ab? Ich habe gar nicht nachgedacht, der kann ja wieder stehen, theoretisch. Wenn er wollen würde. So, füllen wir mal seinen Mana. Okay. Was hast du denn noch? War eigentlich nur auf den roten Diamanten aus, um dann mal das Board ein bisschen zu cleanen. Aber immer auch so. So, was machen wir? Machen wir das so, dann haben wir die gelben erlöst aus. Ja gut, da passiert aber nichts mehr. Da ist das vorbei. Oh, wolltest du, ja? Kleiner Drecksack. Gut. Okay. P-Dizzle the Destroying. Destroying. Okay. Alles klar, weißt du Bescheid. Weißt du, was Sache ist. So, grün und lila. Ganz klar, grün und lila. Dritten grünen nehmen wir uns da mit. Die Frage ist, wen? Almur vielleicht? Nee, wir nehmen Peters mit. So, und jetzt, also, wir gehen mal auf Mana-Kontrolle. Habe ich irgendwie mal Bock zu. Aber versuchen wir das mal. Ja. Boni Entfernung. Mana, ja komm, das will ich mal testen. Mal gucken, wie das funktioniert. Okay. Die erstmal. Oh, das war wichtig. Das war echt wichtig. Okay, oder du kannst ausweichen. Naja, nee, du kannst ja jetzt nicht, du bist ja nicht kostümiert. So. Einmal, zweimal. Okay. So, lilane auf die beiden gelben da. Hier rüber spiele. Habe ich den grünen da? Der grüne ist da. Bringt mir erstmal nichts. Ghosten wir und gucken, ob wir irgendwie an lila noch rankommen. Geht auch nicht. Okay, hier kommen wir jetzt an lila. Das ist erstmal sehr gut, weil er hier hinten nämlich jetzt auslöst. So, gehen wir erstmal mit Proteus drauf. Okay. Gehen wir mit Merlin da drauf. So. Na, die Frage ist, wen hauen wir weg? Grimm geht auf 3. Eigentlich müsste Grimm weg. Das mal. Okay, das war wichtig. Wenn wir das so machen, haben wir nämlich unsere Lilanen. Alles gut. Machen wir das so und so.
Er stirbt jetzt durch das Gift und er durch die Mindless Attack. Komm. Ach, er will sie nicht selber killen. Okay, dann ciao. Okay. Das hat auch funktioniert. Nochmal Lee. Lucky. Dreimal lila. Zwei grüne. Braucht keinen der Boni entfernt. Das heißt, wir könnten auch den anderen Catmon nehmen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil Brennen und Death Down ist, ne? Okay, dann die erstmal raus. Eigentlich wollte ich ihn nicht rausnehmen, sondern eigentlich nur umswitchen, aber gut. So. So, wen nehmen wir jetzt in Lila wieder mit? Hier haben wir heute noch nicht gespielt. Die beiden mag ich eigentlich. Ametrine oder ja, Cyprian muss noch. Ja, komm, nehmen wir Ametrine mit. Den entfernt Boni, ich weiß noch nicht. Da macht keiner Boni. Aber egal, egal. Wenn wir sie dreifach geladen kriegen, theoretisch oder zweifach und haben dann die beiden Tibutus davor drauf, dann ist das auch schon ganz cool. Oh wow, das ist ein bisschen viel rot. Lass mal so. Okay. Wollte eigentlich den hier rüber spielen, ne? Ich hatte ja die Option, entweder dass der hier landet, dann hätte ich ein Dreier-Match machen können, oder dass ich den rüberziehe und mal da ein Dreier-Match. Das ist jetzt natürlich dann so gut. Ah, nein. Das war nicht cool. So. Dann lass mich erstmal jetzt meine Grünen haben. Ah ja, das ist auch was, natürlich. Natürlich, warum nicht? So, lass uns das mal machen. Oh, hätte man schon weg. Okay, das ist nicht gut. Ich bin hier gerade ein bisschen zu unvorsichtig, kann das sein? Oh oh. Wenn es einen Zeitpunkt gab, wo das Board mal mitspielen sollte, dann jetzt. Das war nicht gut. Also irgendwie, mir da das Board aus den Händen geglitten. Dazu, ich glaube, ich war nach dem grünen Diamanten, war ich zu selbstsicher. Wurde natürlich direkt bestellt. Oh, guck mal, 330. Die anderen beiden Niederlagen waren 329. Also wenn, dann verlieren wir immer ungefähr gleich. Er ging Lucky, ja, der war der Lucky. Das Problem war, dass sie ausgelöst hat. Das war schon blöd mit der Combo. Okay, ich glaube, ich habe ihn zu sehr unterschätzt. Oder es. Ah. Ah. Egal. Egal. Das Turnier ist eh gelaufen aufgrund der Defa. Ja, also da muss ich mir jetzt offensiv keine Gedanken machen, wenn wir uns einkaufen müssen. Pff, dann ist das halt so. So, was passiert hier? Ausbildungsleitfaden, sowas braucht man immer. Okay, perfekt. So. Ja, mythischer Titan ist durch. Ja, was da warum gekommen ist, das sehen wir dann am Sonntag.
Dann würde ich sagen. Ich habe nur zwei Münzen. Okay, komm. Okay. Normalerweise hätte ich die jetzt, wenn ich es nicht gesehen hätte, offline rausgehauen. Ja, gut. Die haben wir beide schon. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen mit dem vierten Tag. Viel Glück euch und ja, macht's gut. Ciao.